Ich weiß noch, wie es damals begann. Es war ein milder Sommerabend. Auf meinem abendlichen Spaziergang kam ich wieder an dem alten, verlassenen Landhaus vorbei. Die Dorfbewohner sagten, es würden sich hier unheimliche Dinge abspielen. Es war die Rede von Geistern und Trollen, die hier ihr Unwesen treiben. Als ich an diesem Tag das Haus sah, musste ich einfach hingehen. Es war wie eine unsichtbare Kraft, die mich anzog. Auch all die Dinge, welche ich auf meinem Weg dorthin wahrnahm, konnten mich nicht abhalten. Und plötzlich stand ich dann davor. Da hat doch eben so ein Dödel Feuer gemacht. Bestimmt wieder dieser Fridolin. Was hat dich hierher verschlagen? Ja, es ist schwer hier herauszukommen. Unser Oberboss kontrolliert alle Ausgänge. Vorher musst du dich wohl mit ihm anlegen. Aber warte, ich habe vor Jahren mal was gesehen, was dir helfen könnte. Ich glaube, es war in der Garage. Ja, genau, da habe ich es versteckt. Hinten im Kofferraum des Autos. Eine Flasche, gib ihm die zu trinken und du wirst hier wieder herauskommen. Die Kombination der Kiste ist wie mein Geburtstag. Viel Spaß beim Raten. Verstehst du etwas davon? Das ist sehr schade. Die Menschen sollten sich viel mehr bilden. Bildung ist das Einzige, was man niemals verliert. Du solltest wirklich mehr lesen. Warum sollte ich das sein? Du bist ein Homo sapiens, genannt Mensch. Und du bist hier drinnen gefangen. Nun suchst du verzweifelt nach einem Ausweg. Ich kann dir sagen, es gibt keinen. Das ist wirklich wichtig für einen Menschen. Du musst dich der Nahrungsaufnahme hingeben, wie niedlich. Du solltest nicht in Panik geraten. Es hätte auch schlimmer für dich kommen können. Natürlich kann ich das. Ich führe Buch über alle Geister hier. Es steht in dem Buch oben rechts.
Er heißt Alfie. Viel Spaß. Verstehst du etwas davon?
Da hat doch irgend so ein Dödel Feuer gemacht. Bestimmt wieder dieser Fridolin. Was hat dich hierher verschlagen?